Servus, meine Lieben. Schön, dass ihr reinschaut zu unserer Daily Dosis Arc mit Voucher und mit Allerle. Es ist später Nachmittag, Leute. Wahrscheinlich wird es gleich dunkel. 17:16 Uhr. Ich habe uns ein bisschen was vorbereitet. 30 Foundations, die hauen wir jetzt oben kurz drauf. Ich will da mal so einen Kranz drum ziehen. Über die Nacht gehen wir rüber Eisen farmen, Metall holen ein bisschen. Ich habe auch schon was nachgelegt in die Schmieden, dass wir wirklich Metall haben. Wir werden heute schauen, was wir für den Fahrstuhl brauchen. Also inklusive Schienen und Plattform. Und dann mache ich mir Gedanken da oben, wie wir es tatsächlich jetzt machen. Machen mit den Türen und so. Jetzt pass auf, bevor wir aber losziehen, haue ich nochmal drei extra Elemente durch. Siehst du, die 30 habe ich uns vorbereitet, die gruscheln wir jetzt gemeinsam oben rein. Und ich baue uns schon mal 30. Brauchen wir da 30 überhaupt? Machen wir erst 20. Verboller mal nicht das ganze Material so schnell. Weil ich bin ja ständig am Nachfarmen momentan. Das ist der Wahnsinn, was da Zeugs reinfließt immer. So, meine Lieben, auf die Runde freue ich mich, ne? Je näher wir hier oben dem Endbereich kommen, desto schneller gibt es Babys wieder. Und ich habe es gerade auf der Extinction-Folge gesehen mit dem Gacha-Baby, wie Bock ich schon wieder drauf habe, Leute. Kleine Babys zu sehen hier. Das ist der Wahnsinn. So, pass auf. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Ich habe mir überlegt, dass wir schon mal von vorne weg einfach hier einen Kranz reinziehen. An Foundations. Und dann haben wir das nämlich nachher auch auf einer gleichen Höhe. Und alles andere ergibt sich natürlich dann vom Gelände. Müssen wir jetzt mal schauen. Aber dann haben wir zumindest mal eine Einheit hier drin. Und die haben wir nämlich die ganze Zeit nicht gehabt. Hier fehlt dann auch wieder irgendwas. Das muss ich mal kurz hier draufgeküpft kriegen. Weißt du, dass wir hier mal so ein bisschen ein Bild haben. Hier ist dann ein Dreieck drin. Hier ist wieder ein Viereck drin. Hier auch. Und werden wir wahrscheinlich noch mehr brauchen, aber es ist jetzt nicht so schlimm. Hier ist ein Viereck drin. Und dann würde ich natürlich hier auch hergehen. Aus vier Ecken sozusagen. Die Frage der Fragen ist, kriege ich hier eins reingeklemmt? Normalerweise schon, oder? Im Moment nicht. Hier würde ich eins hinbekommen, aber da nicht, oder was? Ey, wie er mal rumspackt. Wie er immer rumspackt mit mir. Doch, das zeigt es doch da gerade an. Ne, das muss ich von unten nach oben ziehen. Da brauche ich sehr viele Elemente. Die werden wir uns halt ranholen müssen erstmal noch. Alter, das stöhnt jetzt schon wieder, wenn ich hier am Bauen bin. Dickerchen. Ich weiß auch nicht, ob wir noch genug Kristalle haben. Möglicherweise müssen wir da auch nochmal los. Und ich glaube, für den Fahrstuhl brauchen wir in irgendeiner Form auch Perlen. Da wird es nochmal interessant. So, die Dreiecke, die haue ich dann mit dem Agi rein. Bam, 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 bam. Hier. Ich glaube, das ist auch ein Viereck hier, ne? Ich glaube, das war ein Viereck. Hier haben wir noch eins drin. Der Rest ist Dreiecke. Und jetzt pass auf. Jetzt haben wir den Kranz hier. Der Rest ist Dreiecke. Und da würde ich jetzt einfach sagen, dass wir da vorne auch eine schöne Anlaufstelle haben. Hau ich das hier rein? Da werde ich wahrscheinlich eher Dreiecke benutzen. Das muss ich jetzt dann gleich mal gucken. Haben wir ja ein paar durchlaufen. Mach mal die Fackel. Dann siehst du ein bisschen mehr, mein Freund. So, dann haben wir nämlich innen drin auch ein wunderschönes Bödele. Der guckt auch nicht durch, oder? Ich glaube, der guckt auch nicht durch, wenn ich ihn so mache. Dann kann ich ihn da drüben auch ziehen. So, hier hau ich dann ein Dreieck rein. Dann ist das Ding auch dicht. Und damit es wieder wunderschön monkig nachher wird, hauen wir hier nochmal welche rein, sodass die reinklitschen in diesen Steinbereich. Und dann werde ich die Klima so stellen, dass wir die T Boah, das war es schon wieder. Jetzt war es das auch mit der Fackel. So, aber jetzt sieht das bestimmt schon ganz anders aus, ne? Ja, jetzt merkt man richtig mehr die Form. Die Dreiecke können wir ranmachen. Dann brauchen wir noch ein paar Vierecke. Hier hat es Turmcharakter. Da unten fehlen natürlich welche an der Frontseite vom Fahrstuhl. Ja, das passt doch. Dann können wir hier so ein bisschen einen Außenbereich zweifeln. Da hinten machen wir eine Doppeltür rein. Bum, bum, kommst du rein. Und da haue ich dann die Klimas hin. Und auf diesem Bereich, wo ich jetzt lande, Leute, hier werden die Babys groß. Es muss natürlich jetzt so sein, dass da hinten dann Rampen hinkommen, damit die später entsprechend. Ey, wie baue ich denn das, wenn ich dann die Klimas dahin bastel? Das passt schon. Damit die entsprechend dann hier mit dem Fahrstuhl wupp runter, ne? So machen wir das. Also, wird noch eine Weile dauern, ich sehe das schon. Jetzt habe ich nämlich 30 Elemente vorbereitet, habe gedacht, ich kriege richtig was fürs Auge. 30 ist nix. So, Leute. Schauen wir mal hinein. Dann würde ich fast behaupten, wir machen uns, weil ich ja auch von unten nach oben muss hier, wir machen uns nochmal 40 Stück, Leute. Ne, wir machen uns 50. Wir machen uns 50, dann reichen sie auch mal. Es fehlt Metall. 47 schaffen wir, der Rest ist Metall. Wie viel Metall läuft denn durch? Ich habe da extra geholt. Alter, das schauen wir bitte drin. 1500 sind hier drin. Da holen wir jetzt gleich nochmal 500 nach. Und hier haben wir drin 500, 602. Wie viel Uhr haben wir? 19 Uhr.
Okay, Leute, bevor wir rüberzischen, Metall holen, das machen wir in der Nacht, dann haben wir Beschäftigung. Ich will mal eben in elektrisch. Ich möchte gerne mal in die Fahrstuhlschienen reingucken. Aufzüge. So, die Schiene. Zement wäre kein Problem, Polymer ist kein Problem, Metall müssen wir halt farmen. Elektronik. Wir merken uns Elektronik und ich möchte die große, die Large. Polymer, Zement und Metallbarren. Ich ziehe die jetzt mal, die Sachen. Wir haben alles bis auf die Metallbarren. Und die Elektronik, was kostet mich denn die Elektronik nochmal? Verbundsmaterial war das, ne? Siliziumperlen. Haben wir denn Siliziumperlen oder muss ich auch noch eine Farmtour machen unter Wasser? Wir müssen Siliziumperlen holen. Das ist aber auch kein Problem, weil die haben wir nämlich vor der Haustüre. Dann haben wir die Fahrstuhlmaterialien mehr oder weniger zusammen, ne? Dann pass mal auf, dann machen wir es folgendermaßen. Wir gehen jetzt rüber, schnappen uns einen Schweißi, wenn ich ihn finde. Hier ist er. Warte mal kurz. Doch, ich muss umdrehen. Wir schnappen uns den Schweißi, laden nochmal Metall nach. Dann verbauen wir die Elemente, die ich jetzt schon vorbereitet habe, gerade mit euch. Die Dreieckselemente und die Foundations. Und dann, Leute, zische ich hier wahrscheinlich mit dem Haifisch vor. Dann zischen wir hier mit dem Haifisch vor und farmen Perlen. Das können wir machen. Nehmen wir ins Kuba mit? Ne, brauchen wir eigentlich nicht, wenn ich mit dem Haifisch unterwegs bin. Passt es schon. Den Spinner da hinten sollte ich allerdings wegmachen. Es sei denn, der ist ein 150 und dann kommt er in die Box. Apropos Box, ne? 85er, 100er. Knapp vorbei. Knapp vorbei ist aber auch daneben. So, ganz gemütlich und sedil holen wir die Sachen, die wir brauchen. Mit dem Schweißi. So, Schweißi Tänzel. So, Leute. Ey, Metall haben wir jetzt schon einiges verholzt auf der Map. Da ist schon einiges durchgelaufen. Wahnsinn. Aber umso schöner wird es nachher, ne? Wenn wir den Zugbereich haben, dann können wir uns um den Blueprint-Turm kümmern. Das wird das nächste Projekt, das ich dann hier fertig ziehe. Und dann haben wir auch schon ein bisschen. Alter, ist das Bröckele geflogen. Guck mal, das fliegt sogar immer noch. Ganz hinten am Horizont. Er wird immer stärker. Er wird immer stärker, unser Guter. So, bleib mal stehen. Wir holen unten noch. Sehr schön. Es ist noch nicht mal Nacht. Sag mal, ich dachte, es wird dunkel. 20 Uhr. Ich überlege gerade, aber im Dunkeln mit dem Haifisch hier rumkrautschen habe ich eigentlich keinen Bock. Dann bauen wir lieber im Dunkeln geschwind ein paar Meter. Beziehungsweise den Spinno sollte ich schon noch wegmachen. Ich weiß nicht, ob der Haifisch die beste Wahl dafür ist. Vielleicht gehe ich ja kurz mit unserem Spinno rüber und räume auf. Können wir auch machen. Ja, die sehen mich doch sonst, wenn ich jetzt da gleich farmen gehe. Perlen, ja, die holen wir ran, Leute. Dann können wir in der nächsten Folge den Fahrstuhl einbauen. Vielleicht schaffen wir das heute. Oh, das wäre sogar toll. Bin ich aus dem Bildschirm rausgefahren oder warum macht er nichts mehr? Das machen wir, Leute. Nächste Ragnarok-Session machen wir den Fahrstuhl. Und heute sorgen wir dafür, dass wir die Rückwand haben davon, ne? So, Schweißi, komm, das reicht. Geh mit mir zurück ins Paradiesle. Oder vielleicht auch ein paar Rettich. Leute, was haben wir denn für eine Folge? Ich weiß gar nicht, ich sehe es hier nirgends. Was müsste, es müsste normalerweise, müsste das die Samstagsfolge sein. Wochenende. Wochenende. Und die essen. Manchmal essen die so laut, dass ich denke, da ist ein Angriff irgendwo. So, ich würde sagen, wir machen halb-halb, oder? Schön durchgelaufen ist es ja, da kann man nichts sagen. Metall. Jo, ich hoffe, ich mache 1200 hier rein. Pull dann. Hey, so viel Metall, wie wir brauchen. Sollte ich eigentlich mal wirklich eine Stunde lang nur Metall ranschleifen. Hier ist sogar noch ein bisschen drin, aber viel zu wenig Barren. Hey. Und lieber Schweißi. Ah, den Hator, den können wir auch noch ausräumen. Penga und Karenga. Also Leute, komm, bevor wir jetzt hier rumeiern im Dunkeln, gehen wir rüber mit der Fackel. Ich repariere die eben. Oh super, was wieder im anderen Spiel, Alterle. So, Pam. Wir haben alle Materialien. Umso besser, umso besser. Schöne Geschichte. Ich will da ein bisschen vorwärts kommen oben. Ne? Wir werden wahrscheinlich auch das erste Tier ausbrüten oder züchten. Da wird es noch gar nicht ganz fertig sein alles. Weil die Klimas, die setzt man. Generator muss irgendwo hin, den baue ich unter einen Fahrstuhl. Ja, das kriegen wir schon hin. Jetzt pass auf, Leute. Ich nehme mal die Hälfte. Ne, ich nehme alle mit. Und ich nehme alle mit, weil wir sind ja auf Ragnarok. Da kann der Alterle einiges mehr tragen. So, Schweißi. Komm, wir nehmen Saphira mal mit. Die hat schon lange keinen Ausflug mehr gehabt. So, mein Stückler. Hier die 7. Dann sehen wir ein bisschen was. Und ab dafür.
Ab dafür zum Zuchtbereich. Wollen wir die Dreiecke als erstes setzen? Das machen wir jetzt, Leute. Ich gehe nochmal hin. Schwapp auf die 3, raus, die 3 rankohlt und ab dafür. Wir brauchen den kompletten Rand. Hier, glaube ich, war es, ne? Ja, hier geht's weiter. Ich hoffe, ich habe genug gemacht. Irgendwie snappt das nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ey, geil, das Geräusch von den Quetzern ist schon cool, ne? Das hat sowas von Wildnis, wenn die ihr Geräusch machen, finde ich. Ich find's gut. Hier muss ich nach unten zwirbeln, da brauchen wir gleich die anderen. Alles klar, dann einmal auf den Rand hier hochküpft. Nicht drüber küpft, Alterle. Töte dich bitte nicht heute. Hier fehlt ein Dreieck, sehr schön. Kriege ich das da rein? Ja, ja. Ne? Nicht so, wackeln nicht so, Alterle. Muss aufs Klo. Kurzer Moment. Bam. Dieses Geräusch ist gut, es passt voll dazu. Hier wollte ich auch mit einem Dreieck zumachen. Ich hoffe, das füllt es ganz aus. Nee, tut's nicht. Jetzt ist es ausgefüllt. Das reicht mir doch schon. Ausgefüllt ist ausgefüllt, Leute. Hier sind keine Lücken mehr. Hier ist noch eine. Hier ist noch Ani. Die muss man nur zum Mucha. Hier ist auch noch eine. Und dann haben wir es. Dann können wir schon die Fahrstuhlrückwand aufbauen. Und das ist halt schon geil. So. Ja, 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 das wird schon. Okay, hier gehört eigentlich auch noch was rein. Müsste probieren. Das hätte ich gern anders gehabt hier. Nee, das muss ich tatsächlich so anstückeln. Das ist ja auch bescheuert, ne? Okay, weiter geht's. Dann machen wir jetzt hier weiter. Zur Not baue ich nochmal Elemente. Hier ist jetzt ja eigentlich nur eine kleine Erhöhung, ne? Ach, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Sollen wir es noch mehr reinziehen? Wir können es ja wieder abbauen. Wir ziehen es mal weiter rein, dann weiß ich ungefähr, wo wir stehen. Also hier haben wir nämlich noch einen super fetten Rand. Hier wird es jetzt reinklitschen und das gefällt mir halt, ne? Wenn der Boden so rausguckt. Sag mal, kannst du hier nicht ein komplettes, großes? Das guckt im Leben nicht da hinten raus, oder? So, Leute. Also hier passt es für mich. Da weiß ich nicht, ob ich da unbedingt noch eins ranmachen muss. Ja, jetzt ist es wirklich perfekt. Also, ihr wisst, was ich meine. Der muss raus hier. Ich hoffe, ich habe es richtig erwischt. So, hier haben wir dann auch den Abschluss. Dann zieh doch das hier komplett vor. So, fertig, aus. Dann haben wir hier auch nochmal so eine Geschichte. Hier mal so eine. Siehst du, da habe ich mir das, habe ich mal fast gedacht, nämlich. Ja, da weiß ich es jetzt nicht, ob mir es gefällt. Aber ich will halt diese Erhöhung hier vermeiden, ne? Mach das mal weg. Ich glaube, das sieht schlimm aus. Wird schon wieder hell. Sehr gut. Ich glaube, das sieht schlimmer aus, wenn das so machst. Ich hole da, glaube ich, Rampen, Leute. Sonst wird es zu extrem hier, ne? Also, hier oben haben wir den Zuchtbereich. Hier könnte ich mir vorstellen, dass es nett aussieht, wenn wir noch dicht machen. Nee, geht nicht. Obwohl, das ist ja eigentlich auch eine Monkecke da hinten, ne? Jetzt nicht mehr. So, meine Lieben. Und hier sind wir dann tatsächlich auf dem Vollmetall. Hier geht es zum Schacht. Da muss noch was rein. Okay, das muss ich mal von außen angucken. Hier passt alles. Da kommen wir halt nicht anders hin. Aber da haben wir die Möglichkeit, ja einen Eingang zu basteln hier, ne? Möglicherweise. Schwupp, schwupp, schwupp. Hier werden wir mit Rampen schaffen. Dann hat das Ganze so ein bisschen Turmcharakter an den Seiten. Ist gleich hoch überall. Ja, so gefällt es mir. Es ist sehr, sehr eigen. Jetzt pass auf. Nee, Alterle. Kurzer Moment. Das Alterle hängt schon wieder fest. Also da geht es jetzt auch nicht mit Bücken oder Liegen, ne? So. Leute. Das können sie echt mal fixen, das wäre mal arg recht. Hier, ne? Turmcharakter. Und da haben wir gesagt, muss eine komplette Flatschseite von unten nach oben gezogen werden. Wo kommen wir denn hier raus eigentlich? Muss ich jetzt direkt mal gucken. Hier könnte es über die komplette Bahn laufen, muss es aber nicht. Oder ich mache den Fahrstuhl
an den Dreieckselementen fest, wobei mir das persönlich nicht wirklich gefällt. Ne, machen wir auch nicht. So, ich muss kurz oben schauen, wie es verarbeitet war. So, kurzer Moment. Damit ich jetzt keinen Fehler mache. Wir haben hier praktisch die Viererverbindung. Und da kämen wir mit einer Dreiecksverbindung jetzt nochmal ums Eck rum, ne? Das geht aber erst, wenn ich es unten nach oben ziehe. Und der hier schnappt leider auch nicht. Okay. Brauchen wir noch Elemente? Ich jag nochmal ein bisschen was durch, Leute. So, pass mal auf. Wir brauchen bestimmt... Wir haben halt fast kein Metall mehr gehabt, ne? Wir gehen gleich Perlen farmen. Ich würde sagen, wir brauchen hiervon mindestens... Machen wir mal 9 Stück, dass wir auf den 10er kommen damit. Hier habe ich noch welche. Die reichen. Ja, wir müssen es jetzt halt abmessen. Ich weiß noch nicht genau, wie es angehen soll. Weil es gerade dunkel ist, ne? Man sieht ja fast nichts. So, pass auf. Ich versuche es mal im Kopf umzusetzen. Wir haben hier oben die Geschichte. Und ich habe dann gesagt, da sollte eigentlich das Dreieckselement drankommen hier, ne? Das wäre dann so... Und dann wäre normalerweise das nächste ein Viereckselement hier. Das gehe ich mal alles als Vollrisiko, würde ich sagen. Das geht da nicht runter. Hoch drüber geht es auch nicht. Ich muss jetzt die Wand hier mal abbauen, sonst kommen wir nämlich da später durcheinander mit dem Bauen. Ich nehme an, dass das gerade auch das Problem ist. So, das weg, das nochmal hin. Zack, schon schnappt's. Das Mongeck machen wir dann später zu. Ich will sehen, wo ich oben rauskomme halt jetzt, ne? Lauf mal ein Stück hin. Gut, auf den Vogel. Saphira, Saphira. Kurz mal einen Moment. Ich habe die Fackel irgendwo hingeschmissen, kann das sein? Ich habe die Fackel wieder rausgehauen. Alter, du machst Sachen. Wieso schmeiße ich die Fackel weg? Ich habe sie gerade gesucht, dachte ich, das kann ja nicht wahr sein, die haben wir doch erst repariert. So, es ist tatsächlich so, Leute, dass es um 6.42 Uhr im Canyon noch richtig morgens mufflig ist, oder? Hammer Geschichtle. So, pass auf. Wo ist denn das neue Mäuer, das ich gezogen habe? Das wäre wichtiger, ne? Das ist hier. Ich hoffe, dass wir da oben so rauskommen, wie ich es mir vorstelle. So... Ja, ein bisschen hoch und dann wieder geixt. Perfekt. Ja, da ist jetzt irgendwas, was versperrt und ich glaube, wir sind da, wo ich hin wollte. Ich guck mal runter, ob ich sehen kann. Natürlich nicht. Ich will aber den Baum jetzt auch nicht wegmachen. Müssen wir den wegmachen? Alterle. Flieg nochmal hier rein ins Dickicht. So, jetzt haben wir das Problem, dass der hier nicht heben will. Ich mach 2 weg. Und ich mache 2 neue hin. 1, 2. Doch, es hat gesnappt. Es hat gesnappt. Wir sind genau auf dem Träger rausgekommen. Das heißt, wenn ich den nächsten nebendran zumache hier, dann haben wir es tatsächlich geschafft. Dann sieht es nach was aus. So, Leute. Ein Hin- und Hergezuckel hier mit dem Vogel. Richtig, hier muss ich dicht machen, ne? Hier muss ich dicht machen, dann haben wir es. Wir haben leider nicht mehr viele Elemente, aber es laufen ja auch gleich noch welche durch, ne? Das will ich jetzt schon sehen heute. Die Dreiecke kommen dann hier rein. Wieso snappt das hier nicht? Ich gehe gleich auf der Bird. So. Wenn wir das hinkriegen, dann haben wir es echt geschafft. Also, das müsste eigentlich hier rein. Weißt du, warum es nicht geht? Weil unten drunter keins sitzt. Ich wette. Weil ich mir da eins sparen wollte. Ich wette 100 Pro. Ich mach das jetzt weg. Pass mal auf. Ah ja, gut. Ein bisschen rumprobieren musste halt. Hilft alles nichts. Im Vorfeld immer alles zu wissen geht nicht, ne? Wir haben ja noch Zeit, Leute. Wir haben noch Zeit. Das hacke ich jetzt weg. Ich nehme an, da fehlt ein Fundament unten drunter. Weil das hier irgendwie Scheps da drin sitzt. Da fehlt doch eins, ne? Da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. Richtig, weißt du, was hier nicht stimmt?
Da, wo ich gerade rumhack, ich muss den hier wegmachen. Den, den ich gerade bearbeitet habe, ist ein Dreiecks. Deswegen hat es nicht geklappt. So. Dann können wir echt den Fahrstuhl schon einbauen, die Tage. Hier, genau. Hier will ich es drunter haben. Hier muss das Dreieck drunter. Und jetzt geht es auch mit dem Snappen hier wieder, ne? Dann wissen wir es jetzt. Dann spielt es gar keine Rolle, dass du eine Foundation dahin gemacht hast, wenn nicht wirklich mit dem Boden verbunden eine dran ist. Sehr interessant. So, mein Freund. Einmal. Das ist manchmal ein Spiel. Ein Geduldsspiel. Na, da war's doch. Einer schaffen wir noch, oder? Ja, der ist schon da, aber wenn ich ein bisschen hochfliege, geht's besser, glaube ich. Diese Geduldsprobe, Leute, diese Geduldsprobe. Aber wenn man es halt so haben will. So, kurzer Moment. Hier bremse ich. Jetzt bin ich zu nah hingerutscht. Für einen kurzen Moment zeigt es mir... Da war's. Ich muss nochmal anfliegen. So, nochmal rum hier, um die Mutti. Also vorhin hat es doch auch hinkauen. Ey, das gibt's nicht. Ich habe natürlich noch eine Idee. Pass mal auf. Wollen wir es jetzt hier verrückt machen? Pack mal dein Werkzeug weg. Du musst jetzt hier runterhüpfen. Genau hier. Wieso bin ich jetzt hier auf dem Stein gelandet? Hier passt es schon, aber hier passt es nicht. Oh. Wo ist denn... Hier ist es doch. Scheiße, jetzt bin ich... Oh, gerade erwischt, gerade erwischt. So, und das müsste doch jetzt normalerweise gehen, dass ich hier mit einem gezielten Sprung... Weißt du, ich hebe das so an. Das ging schon mal. Naja, siehst du, es klappt schon, aber es ist ein bisschen wackeliger, als ich gedacht habe. Es geht aber, ne? Jetzt haben wir keine Elemente mehr, scheiße, so weit bin ich gedacht. Saphira. Saphira? Sieht sie jemand? Da kommt sie. Ich wäre hier unten, Spatzel. Ich danke dir recht schön, ich danke dir recht schön. So, Leute. Was eine Kunst am Bau hier. Die Dreieckselemente, die ziehen wir jetzt auch noch hoch. Ich mache den Baum weg. Ich mache den Baum jetzt weg. Da wird ja der Fahrstuhl später sein. Ich mehr, das habe ich ganz vergessen. Da kommen wir ja eh nicht. Machen wir eher Stroh oder Holz? Ich würde sagen, wir machen eher Dings, Leute. Ich habe offensichtlich nicht alles Werkzeug dabei. Wo habe denn ich meine Metallaxt? Habe ich dir die gegeben? Die habe ich wieder irgendwo hingeräumt. Nehmen wir mal halt Stroh. Scheiß drauf. Hauptsache, der Baum ist jetzt weg. Erstens mal sehe ich dann was und zweitens kommt ja eh die Fahrstuhlgeschichte hier rein. Das Tor wird ja umgebaut, ne? Da kommt gut was raus hier, ne? So, jetzt zeig mal, wie sieht denn das jetzt aus? Richtig. Dann können wir hier zumachen. Dann haben wir hier Naturstein. Das ist sehr schön. Das ist sehr, sehr schön. Und hier haben wir praktisch die Dreieckselemente. Und dann ist das Ding dicht und hier fährt dann der Fahrstuhl hoch und runter, das Tor wird rausversetzt. So machen wir das. So, pass auf, Leute. Also, nächste Ragnarok-Runde, gucken wir mal, dass wir das mit dem Fahrstuhl hinkriegen. Ich würde jetzt noch die letzten Elemente, die wir fertig haben, investieren, um wirklich die Wand zu schaffen. Und dann gehen wir in der nächsten Folge einfach nach Perlen tauchen, ne? So, pass auf. Ich habe uns gebaut Dreieckselemente. Wir brauchen allerdings noch mehr. Wir brauchen nämlich noch mindestens 30 Vierecks brauchen wir bestimmt noch. Oh, haben wir Glück, das Metall ist schon durchgelaufen. So, komm, die hauen wir hin, dass uns nicht langweilig wird. So, guck mal. Jetzt nimmt es nämlich langsam Ausmaße an hier. Ja, das wird schon. Vielleicht baue ich die Fahrstuhlverbindung so, Leute, dass man auch mit dem Fahrstuhl hier raus kann, wenn man Bock hat. Und wenn man eins höher fährt, auf der Seite ins Zuchtding kommt. Das probieren wir. Möglicherweise muss ich allerdings dann die Fahrstuhlführung anders bauen. Was aber jetzt auch nicht das Problem ist, dann baue ich sie halt anders. Ne?
Das ist doch eine geile Idee, weil dann hätten wir tatsächlich das verbunden. Fahrstuhl links raus oder rechts raus. Oh, das finde ich gut. Und da hinten hast du dann den Zuchtbereich. Und hier vorne so eine Art Vorbereitungsbereich. So machen wir das. Das ist jetzt mehr oder weniger gerade gebongt. Die sitzen komisch hier drin, gell? Wow, das geht tatsächlich. Wieso sieht denn das so aus, als wäre da ein Loch drin hier seitlich? Ah, ne, das sind Nieten. Man sieht es schon. So. Gut, die reichen auch nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Dann haben wir den Spinno-Bereich später hier. Da müssen wir uns auch noch was einfallen lassen. Und du kommst praktisch hier dann, linke Hand, wenn du willst, mit dem Fahrstuhl zum Zuchtturm, der jetzt auch aussieht, als wäre es ein Turm, der in den Stein reingebaut ist. Weil der wird ja noch höher. Und du kommst mit dem Fahrstuhl hier, wo die Quetzalle jetzt sind. Und dann werden wir hier noch eine zweite Brücke rüberziehen und dann ist das alles miteinander verschraubselt. Ja, also langsam gefällt es mir. Langsam komme ich an in der Idee hier. Da war es gerade. Nimm's. So machen wir das. Ein Fahrstuhl mit zwei Möglichkeiten. Das mag ich. Nee. Muss der noch ein bisschen hoch? Es hebt schon wieder nicht. So, Leute. Also hier kommen noch ein paar Vierecke rein, dann ist das Ding hier oben zu. Und dann, ach, das ist eine super Idee mit dem Doppelfahrstuhl. Muss ich mal überlegen, wie groß die Platte ist. Den messe ich nochmal ab. Die wird dann wahrscheinlich mittig sein. Das wird mittig so sein, dass du mit dem Fahrstuhl hochfährst. Oder wir machen tatsächlich zwei Fahrstühle. Einen kleinen Personenaufzug und einen für die Viecher. Wegen der Führungsschiene geht es nicht, was ich machen will. Weil die muss ja im Hintergrund frei sein. Da kannst du ja nicht weglaufen durch. Ja, ja, das werden wir sehen. Jetzt machen wir erstmal eins fertig. Was habe ich denn noch durchlaufen gehabt? Die hier. Gerade sind sie fertig geworden. Und wir brauchen, sage ich mal, noch eine gute Handvoll Dreiecksmetallteile. Die machen wir uns ebenfalls fertig. Die verbauen wir halt wahrscheinlich beim nächsten Mal erst. Ich würde sagen 15 Stück herstellen. Und dann schnappen wir uns jetzt die Foundations noch ein letztes Mal. Ja komm, die kriegen wir noch dran, die eine Reihe. Und dann ist gut für heute. Beim nächsten Mal dann eine Runde Perlen tauchen. Ich bereite dann schon mal die Materialien vor, beziehungsweise die Elemente, die wir hier verbauen wollen. Dann geht es eine ganz kleine Stufe fluckiger. Ich will jetzt unbedingt Nachwuchs halt hier, ne? So, ich bremse. Ich bremse auch für Schienen. Boah, zittert nicht Spiel. Tu mir das jetzt nicht an. Wir sind gerade am Anfang von dem, was wir machen wollen. So, geht es hier nicht? Bin ich zu dicht dran? Ja, es ist für einen kurzen Moment schon da. Ich glaube, hier ist besser jetzt, ne? Hey, das ist mir im Hinfliegen blöd. So, nochmal rum. Ja, das wird ein schöner Turm. Und vor allem, wenn wir dann drüben denselben Turm in der Höhe hingebaut haben, für die Blueprints, wo der Kiesel dann drohen wird, dann sieht das ganze Ding nachher super aus, wenn du es von oben betrachtest. Ich wette. So. Nee, das war nix. Das war nix, die Gölle. Flieg hoch, komm, das kannst du ja von oben setzen, glaube ich. Und da werde ich wahrscheinlich auch mit Licht ein bisschen was machen wollen hier, schätze ich mal. Mhm. So. Nee. Ganz kurz hat sie immer den einen Rastpunkt und dann ist vorbei. Da war's. So. Nee, 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 das ist er nicht. Aber offensichtlich ist hier irgendwas verrutscht. Ja, der hier ist verrutscht. Gott sei Dank nur der, nicht alle. War der falsche Einrastpunkt. Das stimmt doch, oder? Oh, der lässt sich nicht setzen, Leute. Warum nicht? Kurzer Moment, da stimmt schon wieder irgendwas nicht. Da ist Ark wieder anderer Meinung wie wir. Gerade eben hat es gesnappt, oder? Da tut sich irgendwas wieder nicht so, wie es soll. Gut, das kann ich ja jetzt kurz im Nachgang prüfen, Leute. Da würde ich mich an der Stelle schon mal von euch verabschieden. Irgendwie will das hier nicht drin sein. Doch, jetzt. Das hat es von verabschieden gehört, das Spiel. Und da hat sich gedacht, nee, guck mal, der sitzt nicht so, wie er soll, ne? Der hängt so halb zwischendrin. Da ist wieder irgendwo was reingeflutscht, was nicht da sein soll. Leider. Okay, Leute, komm, das bringt jetzt nichts. Ich mache das nochmal in aller Ruhe.
Wobei ich eigentlich gerade Ruhe habe. Also ich soll es jetzt machen. Da will ich, dass es snappt. Und das tut's nur bedingt. Ne. Hier hat er echt was dagegen. Ich gehe mal davon aus, dass ich die Dreiecksdinger erst hochziehen muss. Auf eine gewisse Höhe. Und dass es dann wieder harmoniert, ne? Die laufen aber gerade durch. Also machen wir beim nächsten Mal weiter. Stressen wir uns nicht, ne? Die paar Dinger kriegen wir hin. Dann hat der Turm hier auch so eine ganz kleine Form. Das Tor werden wir abbauen. Das können wir vielleicht gleich machen. Dann haben wir hier schon mal frei. Freie Sicht auch. Das machen wir mal noch eben. Das können wir zusammen noch kurz durchziehen. Ich nehme die Tür raus, den Rahmen. Und die Geschichte hier mal weg. Damit man auch wirklich was sieht, ne? Das würde ich alles noch komplett runterziehen. So, Leute. Herzlichen Dank fürs dabei sein. Ich bin gespannt, wie wir beim nächsten Mal weitermachen. Wie gesagt, Perlentour müssen wir zusammen machen. Machen wir mit dem Haifisch dann. Und dann werden wir hier die Wand komplett runterschrägen. Und dann haben wir hier diese Turmansicht. Fahrstuhl werden wir einplanen. Einmal hier ein kleiner Personenaufzug. Hier ein großer und in der Mitte wahrscheinlich irgendwie eine Säule, wo du unten durchlaufen kannst. Das muss ich mir noch überlegen. Da muss ich mir noch was überlegen, wie wir das machen. Ich will ja auch mit den Tieren durchkommen. Nicht, dass es zu eng wird, ne? So, für heute war es das. Kommt gut in die nächste Woche, sage ich schon mal. Wer Bock hat, morgen Extinction. Da gehen wir, glaube ich, den Spinno zähmen. Und ansonsten schönes Wochenende noch. Bis dann.